kurzem habe ich in meiner Bibel gestöbert und blieb bei Esra 7 im Vers 11 hängen. Und zwar nahm meine ganze Aufmerksamkeit ein Satzteil gefangen, wo es heißt, und die gute Hand seines Gottes war über ihm. Und ich dachte, ja genau, das ist das, was ich auch möchte, dass die gute Hand Gottes über meinem Leben ist. Nicht nur über meinem, sondern auch über dem meiner Ehe, meiner Familie, meiner Kinder, meiner Verwandtschaft, meiner Gemeinde, über all den Menschen, mit denen ich zu tun habe, über ihnen allen soll die gute Hand meines Gottes sein. Was war denn eigentlich bei Esra, dass es dazu gekommen war, dass er das sagen konnte, die gute Hand meines Gottes ist über mir? Bei Esra lesen wir in diesem Vers, Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und die Ordnungen und das Recht wieder zu lehren. Zwischen der guten Hand Gottes über unserem Leben und unserer Beziehung und unserem Leben in seinen Geboten besteht ein Zusammenhang. Und den lesen wir ganz deutlich nochmal im Neuen Testament in 1. Johannes 3, Vers 22 bis 24. Da heißt es, und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und das ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. In dieser Beziehung zu Jesus Christus zu leben, wird die gute Hand Gottes über unserem Leben ruhen lassen. Und in dieser guten Hand Gottes, da ist alles beinhaltet, was wir brauchen. Da ist Versorgung, da ist Gunst, da ist Weisheit, da ist Heilung, da ist einfach alles das, was unseren Weg ebnen kann, dass wir hindurchgehen können, wenn wir in seinen Ordnungen leben, wenn wir Glauben haben an Jesus Christus. Und ich wünsche dir heute, dass du in dieses hineinkommst, in seinen Ordnungen und Rechtsbestimmungen zu leben, in seinem neuen Gebot, das er gegeben hat. Und dass der Heilige Geist in dir wirksam wird, das hervorzubringen. Und dass du es heute erleben wirst, dass die gute Hand Gottes über deinem Leben ist. Und dass du schmecken und sehen wirst, dass Gott mehr für dich hat.